Hummels 2023, Beförderung für Mislintat und 4 Knipser. Das ist die Themen des Tages. Es ist Montag, Freunde. Komm, jetzt machen wir alle mal. Komm. Borussia Dortmund kann auch für die nächste Saison mit Abwehrchef Mats Hummels planen. Der 32-Jährige hat seinen Vertrag bis 2023 verlängert. Warum mache ich so? Weil das Ganze von Watzke so beschrieben wurde im Doppelpass. Mats hat eine Klausel in seinem Vertrag. Wir haben uns gedacht, dass es nicht sein kann, dass die Laufzeit eines Führungsspielers von Spielen abhängig ist. Diese Klausel haben wir gestrichen. Er ist jetzt bis 2023 dabei. Ja, die Klausel war wohl irgendwie sowas, dass er 22 Spiele von Anfang an bestreiten muss. Also nagelt mich nicht drauf fest, sowas um den Dreh, um diesen Vertrag verlängert zu bekommen. Nun haben aber beide Seiten gesagt, eigentlich wollen wir auch unabhängig davon weiter zusammenarbeiten und haben das gemacht. Das ist doch schön. Sven Mislintat, der hier, wird beim VfB Stuttgart eine der Rollen übernehmen, die Thomas Hitzlsperger vakant lässt, wenn er den Verein oder wenn er seinen Posten im Sommer 2022 aufgibt. Die große Frage ist, wird er Sportdirektor oder geht er in den Vorstand? Hitzlsperger hat wie gesagt zwei Rollen aktuell inne. Das sind Sportvorstand und Vorstandsboss. Im Oktober 2022 soll spätestens Schluss sein und dann wird das Diamantenauge eine der Rollen übernehmen. Am Sonntagabend verabschiedet sich der SC Freiburg gebührend aus dem Dreisam-Stadion zu Freiburg. 3:0 gegen den FCA und Christian Streich, der nach dem Spiel zu den Fans in den Block geklettert war und dort mit einem Mikrofon mit den Fans das Stadion gefeiert hatte, äußerte sich danach so. Es geht um 25 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Was er mit dem Stadion verbindet, ist zu viel, um das so einfach zu sagen. Wir feiern heute nicht. Es ist einfach genug jetzt. Christian, das tut mir ja weh im Herzen. Ja, lieber SCF, das Dreisamstadion, trotz des Gästeblocks, wird mir immer in guter Erinnerung bleiben. Einfach ein besonderes Stadion. Philippe Coutinho, der hat ja seinen Ruf in Spanien verbrannt, in Deutschland verbrannt, eigentlich fast überall, außer in England. In England hat er nach seinem Stint beim FC Liverpool, von dem er ja für viel, viel Geld zu Barcelona gewechselt ist, noch immer ein gutes Standing und dorthin könnte ich ihn jetzt auch zurückziehen. Wie englische und auch spanische Medien berichten, sollen Arsenal und Tottenham, richtig? Richtig. Interesse am brasilianischen Nationalspieler haben. Sein Heimatverein, der FC Barcelona, dass sie Geld sparen müssen und Geld einnehmen müssen, ist kein Geheimnis. Sie würden dem Brasilianer wohl schon diesen Winter keine Steine in den Weg legen. Und wenn die sagen, keine Steine in den Weg, bei Coutinho, dann ist das mehr so im Sinne von, komm, geh auch mal. Komm, Philipp, mach mal die Tür zu. Eigentlich wollte Renier, ihr wisst schon, der Spieler von Real Madrid verliehen an den BVB. In der Sommerpause konnte man diverse Schlagzeilen hören, wonach er diese Saison durchstarten will. Jetzt, wo Sancho weg ist, braucht es einen neuen, naja, bababa. Der Brasilianer und Real Madrid überlegen, die Leihe im Winter zu beenden. Die Einsatzzeiten sind zu gering. Renier hat bis jetzt, glaube ich, 6 Minuten in allen wettbewerbsübergreifend gespielt. Trainer Marco Rose hatte zumindest mal durch die Blume gesagt, dass er nicht konstant auf hohem Level trainiert. Und jetzt könnte es also zwischen dem BVB und Renier vorbei sein. In der zweiten Liga ist es innerhalb von wenigen Tagen oder so ziemlich genau einer Woche zum 4. Trainerwechsel gekommen. Der FC Ingolstadt trennt sich von Roberto Petzold. Und don't call it a comeback. André Schubert ist zurück. Schubert übernimmt die Schanze, also bis auf Weiteres. In Mailand, oder besser gesagt beim AC Mailand, auswärts bei Spezia Calcio, wird Geschichte geschrieben. Daniel Maldini, nicht Daniele, Daniel Maldini, trifft für den AC Mailand die 3. Generation Maldinis, also die für die Schwarz-Roten im Einsatz ist und ein Tor erzielen kann. Cesare, der war ja unter anderem noch Nationaltrainer Italiens. Über Paolo Maldini muss ich euch, glaube ich, wenig erzählen. Und jetzt also Daniel. Daniel, Offensivspieler, Zehner, kann aber auch links spielen. Mit seinem ersten Tor im Profibereich für den AC Mailand. Und das ist einfach eine Nummer fürs Herz. Wasser umgekippt. Und dann sind wir auch schon wieder bei unseren 4 Knipsern, präsentiert vom OneFootballs Partner Betway. Ihr kennt das Spiel. Freitags tippen wir hier die 4 ersten Torschützen für 4 ausgewählte Spiele. Und wenn wir richtig tippen, oder wenn ihr richtig tippt, könnt ihr 100.000 Euro gewinnen. Wenn ihr 18 seid und in Deutschland wohnt zumindest. Das sind nämlich wichtige Voraussetzungen. So, und jetzt wollen wir mal gucken, wie schlecht wir uns dieses Wochenende geschlagen haben. Und was fällt da auf? Was fällt da auf? Christoph mit Kramaric, klar, knapp daneben, ansonsten aber guter Tipp, hat ja auch getroffen. Nkunku, das war richtig.
Gut. Und dann halt Ut und Reus, die beide nicht gespielt haben. Das ist ärgerlich. Bei mir Weghorst, Serdar, Lammers, Stindl. Scheiße, das ist ja gar nichts. Und dasselbe gilt für Niklas. Da müssen wir also nächste Woche am Freitag durchstarten. Also, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und am Freitag gibt's die neuen Tipps. Und ich verspreche euch, dieses Mal werde ich auch wieder vier Namen hinschreiben. Das verspreche ich euch und dafür stehe ich mit meinem Namen. Das war's für heute. Auf Wiedersehen.